aus Berlin, Hamburg, Kiel, Rendsburg. Freuen uns mega, heute hier zu sein. Danke an die ABF, dass wir hier sein dürfen. Danke an Turbostart, danke an Rantanplan, dass wir mit euch spielen dürfen. Und ABF, da muss ich eins sagen, ich glaube, es ist mittlerweile fucking 32 Jahre her. Mein zweites Punkkonzert in Dornbusch, in Mildstedt, Electric China haben gespielt und Rest of the Boys. Und da waren so komische Typen in so langen, gestrickten, schwarzen Wollpullovern, wo so immer so Löcher unten waren, wo der Daumen rauskommt. Und die haben Reiterkämpfe gemacht. Und ich dachte, hey, was ist denn jetzt, wenn wir mit Pogo tanzen, ob sie auch Reiterkämpfe gemacht. Und Arne, ich hab dich auf der Toilette getroffen. Und meinte ich so, jetzt mal, was seid ihr eigentlich für Typen hier in diesem schwarzen Wolken? Weißt du, wir sind von der ABF, Alter. Wir sind die Angelieder Befreiungsfront. Weißt du, was ist da denn? Und dann meintest du, also ganz klar, wir sind mit dem Bus die Grenzen Angelns abgefahren. Haben an jedem Grenzstein einen zu uns genommen und das zum befreiten Gebiet erklärt. Und Faschos haben keinen Stress mehr mit uns. Ja, haben permanent Stress mit uns, genau. Ich meine, das ist ja geil. Und da habe ich auch Reiterkampf gemacht. Und seitdem kennen wir uns. Und wir sind froh, hier zu sein, Leute. Ihr seid die Geilsten. Du lebst hier nicht erst seit heute. Nationalismus.
Kapitalismus im Vormarsch. Ein diskursiver Rechtsrock findet statt in allen Staaten. Faschisten in der Region, Italien, in Österreich, in Ungarn, in Polen. Und im Endeffekt hier, wenn die CDU kippt und mit der AfD zusammengeht, dann werden wahrscheinlich Dinge passieren, von denen wir uns nicht ausmalen können, dass sie passieren können. Also, diese Stiefel-Nazis haben ihre parlamentarischen Arme. Tausend Gründe, laut zu schreien, never surrender! Tausendfach gegen alles, was im Wege steht, geändert hat.